Okay, Männer, jetzt sage ich zu diesem Thema einmal noch was. Einmal und das letzte Mal. Ja? Gestern waren ein paar, die zu spät waren. Das ist auch was, was Respekt, Wertschätzung den anderen gegenüber betrifft. Das ist meine Meinung. Ich denke, ihr teilt das genauso, oder? Oh, geh mal. Ich weiß nicht, ob wir letztes dem jetzt anfangen sollen, ganz ehrlich. Weil genau das ist es. Wir haben am Sonntag ein Spiel. Ein Finale, die letzte Chance, um in dem Turnier zu bleiben. Und ich erwarte von allen, dass sie das jetzt annehmen und nichts anders. Er ist jemand, der schon klare Vorstellungen hat von dem, was er erreichen will. Und hat aber eine sehr gute Art, das den Menschen zu vermitteln oder sie dorthin zu führen. Was war? Scheißegal, Männer. Wir haben nur über Politik gesprochen. Jetzt geht's darum, diese WM anzunehmen, okay? Wegen dem sind wir da. Das ist unser Job, euren Job. Hier mit den Besten der Besten zu messen. Ich erwarte von jedem Einzelnen, dass er am Ende der Krieger ist. Der, der das Spiel entscheiden kann, der das Spiel entscheiden will. Und wenn ich sehe, wie die Brasilianer die Tore feiern, was für eine Euphorie, was für eine Freude die haben, das ist geil, Männer. Das ist geil. Das ist Fußball. Und so wünscht mir auch meine Mannschaft. Wenn irgendwas ist bei euch, wenn ihr sauer seid, dass ihr nicht spielt, kommt zu mir, okay? Kommt zu mir. Ich schütze euch, wo es nur geht. Und das ist genau das, was wir gesagt haben, in der Formation fliegen wir. Ja? Und dann ist vielleicht auch mal irgendwann mal Gegenwind. Aber dann müssen wir durch. Um das geht's, Männer, um nichts anderes. Und Männer, uns traut keines Sau was zu in Deutschland. Es war schon vorher, dürfen sich auf die WM freuen. Jetzt ist es so, nach diesem Spiel, wie wollt ihr Spanien schlagen? Aber Männer, ich erwarte einfach von euch, ja, dass ihr allen zeigt. Und da gehört dazu, dass wir pünktlich sind, wenn wir was haben. Ist es klar? Anna, wir können ruhig mal Emotionen sagen und sagen, ja, na klar, ist es klar. Okay.